Ich habe ganz Deutschland in 140 Teams aufgeteilt und in einem Battle Royale gegeneinander antreten lassen. Dabei startet jeder Spieler bei dem Verein, der seinem Geburtsort am nächsten liegt. Ein Glücksrad entscheidet dann, welcher Verein angreift, und mit diesem Pfeil entscheiden wir, gegen wen es rangeht. Beide Teams treten dann im FM23 Versus Mode gegeneinander an. Der Sieger des Duells erobert das Gebiet des Verlierers, erhält dazu noch die zwei besten Spieler, aber nach maximal 3 siegreichen Zügen ist das nächste Team an der Reihe. Verliert ein Team, ist es raus. Somit ist jedes Spiel in diesem Experiment ein Do-or-Die-Spiel. Zudem befinden sich über die gesamte Karte verteilt teamlose Gebiete, die mit einigen extrem guten Upgrade-Spielern gefüllt worden. Landet eine Mannschaft darauf, nimmt es das Feld automatisch ein und gewinnt den Spieler für sein Team. Machen werden wir das so lange, bis am Ende nur noch ein Team als ultimativer Sieger von ganz Deutschland feststeht. Werden auch hier die großen Favoriten wie Bayern, Stuttgart oder Berlin siegen, oder schafft es doch ein kleinerer Verein, sich durch mehrere Underdog-Siege zum Titel abzugraden? Da das Ganze wirklich extrem viel Aufwand war, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Aber jetzt geht's los. Am Ende des ersten Parts waren von 140 auch nur noch diese 33 Teams übrig. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das jetzt auf jeden Fall noch nachholen. Werfen wir nun aber nochmal einen Blick auf die Karte. Hier sticht einem vor allem Würzburg ins Auge, die mit einigen überzeugenden Siegen und guten Verstärkungen mittlerweile in den Favoritenkreis mit aufgestiegen sind. Aber auch die Bayern, die Hertha, der HSV oder der BVB sind weiterhin sehr gut mit im Rennen. Alle anderen Teams sollten wir aber auch nicht vernachlässigen, denn schon ein überraschender Sieg kann jedes Team unheimlich verbessern und die Karte gleich ganz anders aussehen lassen. Wir fügen jetzt alle noch mit im Rennen gebliebenen Teams dem Glücksrad wieder hinzu und starten das Battle Royale. Als erstes an der Reihe ist Cottbus. Mit Lewandowski und Pavlenka als Verstärkung aus dem ersten Part versuchen sie als erstes ihr Glück gegen Union Berlin. Auch Union konnte sich ja bereits schon sehr gut verstärken. Ein sehr ausgeglichenes Spiel geht hier ohne Tore bis ins Elfmeterschießen. Da sollte aber Retzer den entscheidenden Elfmeter für Cottbus verschießen, wodurch Union das Gebiet erweitern kann und sich dazu noch Robert Lewandowski und Jiří Pavlenka sichern. Als nächstes sind dann noch schon wieder die Kickers aus Würzburg an der Reihe und wollen es dann auch schon gleich mit dem großen FC Bayern aufnehmen. Würzburg gegen Bayern, das bisher wohl spannendste Duell in diesem Experiment, und dieses Versprechen sollte auch eingehalten werden. Trotz dieser Mannschaft mit Patrick Schick im Sturm geht aber vorerst Würzburg erneut durch Luca Pfeiffer in Führung. Der überzeugt auch schon im ersten Part mit seiner Treffsicherheit, was die meisten von euch auch ziemlich überraschte. In der 16. Minute ist es dann jedoch Thomas Müller mit dem Schuss und Schick per Abpraller zum 1:1 Ausgleichstreffer. In der 53. Minute dann die Szene des Spiels. Ein vermeintlich ungefährdeter Spielzug der Kickers, Kraus passt auf Diaby, der dreht sich und dann... Julian Weigel, der erst durch den Sieg gegen 1860 zum FCB wechselte, mit einem Einsteigen, das auf Social Media sofort für Aufruhr sorgte. Klar fliegt er dafür mit glattrot vom Platz. Kurz vor Schluss sind es dann aber trotzdem die Bayern über Schick, der durch einen Fehler von Guardiol Erik Martell in der Mitte findet, und er zum 2:1 für die Münchner. Die schlagen die Kickers damit auch, herrschen damit nun über das größte Gebiet und sichern sich dazu noch Markus Thuram und Kolo Muani. Weiter geht es mit Freiburg, und die treffen auf einen weiteren großen Favoriten, den VfB Stuttgart. Erst Gnabry und dann Vasiliades bestätigen das auch, und mit einem 2:0 schlägt der VfB die Freiburger souverän und sichert sich Oliver Baumann und Matthias Ginter. Aus dem Süden Baden-Württembergs springen wir nun in den Norden. Hier greift Lübeck die Rostocker mit Haaland und Kroos an. Haaland zum 1:0 und Ziegele per Traumtor zum 2. besiegeln das Aus der Lübecker. Giekewitsch und Arp verstärken Rostock, und damit ist nur noch Rostock ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel. Als nächstes entscheidet sich das Glücksrad für Frankfurt, die dann als erstes Gießen, trotz seiner starken Mannschaft mit 2:1 besiegen und sich dadurch noch mit Kittel und Kempf verstärken. Danach holen sie sich den letzten Upgrade-Spieler Castells als neuen Torwart und greifen dann im dritten Zug die Sportfreunde aus Siegen im Nordosten an. Khaled Naray bringt die SGE mit 1:0 in Führung, und kurz darauf trifft er auch noch zum 2:0. Danach ist es aber Louis Schaub mit dem Ball auf Luca Waldschmidt und der zum 2:1 Anschlusstreffer für Siegen. Siegen sollten sie aber nicht, denn wieder über Khaled Naray. Er diesmal aber mit der Vorlage, und der Treffer zum 3:1 sollte das Spiel dann auch entscheiden. Waldschmidt und Nkunku gehen zu Eintracht, und das Glücksrad bringt uns nach Bremen, welche im Südwesten auf Osnabrück treffen. Ein frühes 1:0 von Marius Bülter bleibt da aber auch der einzige Treffer des Spiels. Osnabrück baut dadurch nicht nur ihre Siege Serie, sondern damit auch ihr Gebiet aus und verstärkt sich dazu noch mit Julian Brandt und Dennis Undav. Als nächstes trifft Düsseldorf auf dem Weg durch die Niederlande auf Münster. Die gehen dann aber durch Cyril Akono mit 1:0 in Führung. Lange sollte das aber nicht halten, denn dann ist es Emanuel Ioa zum Ausgleich. Düsseldorf geht dann zwar sogar in Führung, doch durch Akono steht es kurz vor Schluss wieder 2:2. In der Verlängerung entscheidet dann dieses Traumtor das Spiel. Münster schlägt Düsseldorf und gewinnt dazu noch Malik Chow und Robin Gosens neu fürs Team. Als nächstes war dann aber wieder Osnabrück an der Reihe, und die treffen dann sogar auf Preußen Münster. Undav bringt Osnabrück mit diesem Solo mit 1:0 in Führung, doch Münster erweist danach erneut Comeback-Qualitäten und trifft zum 1:1 Ausgleich. Danach sollte das Spiel aber nur noch in eine Richtung gehen. Undav, Bülter, Brandt und dann sogar der Goat himself, Henning Matriciani, der im letzten Part aus Lippstadt nach Osnabrück gekommen war, treffen alle und siegen somit am Ende mit 5:1. Mit Gosens und Malik Chow im Gepäck will Osnabrück dann gleich noch mehr. Im Südosten treffen sie als nächstes auf Hessen Kassel. Im ausverkauften Aue-Stadion bringt erst Neuzugang Chow den VfL mit 1:0 in Führung. Yunus Mali trifft dann aber zum 1:1 Ausgleich. Kassel schlägt sich lange Zeit richtig gut, am Ende ist es aber Steffen Tigges zum 2:1, wodurch jetzt sogar noch Schoboschlei und Gregor Kobel den VfL verstärken. Im letzten Zug geht es für Osnabrück dann aber gegen
gegen Dortmund. Das nächste extrem spannende Spiel. Beide schicken diese Mannschaften aufs Feld und ein lange sehr umkämpftes Spiel wird dann erst kurz vor Schluss durch diesen Treffer von Chris Führich zum 1:0 für Dortmund entschieden. Dortmund stoppt die Osnabrücker Offensive, sichert sich das Gebiet und dazu noch Julian Brandt und Robin Gosens. Dortmund ist danach aber gleich schon wieder an der Reihe, denn der BVB wird von der kleinen Gemeinde aus Drochtersen angegriffen. Eine Chance haben sie gegen die Dortmunder aber leider nicht, verlieren mit 4:1 und Mukoko und Manu Busch landen bei BVB. Weiter geht es mit Mainz. Deren Triumph über Kaiserslautern wurde in der Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz auch ordentlich gefeiert. Als nächstes greifen sie aber nicht selbst an, sondern werden von der Eintracht angegriffen. Die Eintracht kommt hier aber nicht aus Frankfurt, sondern aus Trier. Und so ist es Mario Pasalic mit dem 1:0 für Mainz. Durch Nelson Viper, wieder Pasalic und dann Papela steht es innerhalb von 10 Minuten sogar schon 4:0 für die Mainzer. Auch der Anschlusstreffer zum 4:1 durch Dominic Kor, wobei Martenia übrigens überhaupt nicht gut aussieht, hilft am Ende nichts mehr. Viper trifft dann sogar noch zum 5:1, in Mainz wird weiter gefeiert und mit Jan Thielmann und Torschütze Kor im Gepäck erhöhen die Mainzer ihre Chancen auf den Titel. Weiter geht es mit Rostock, die als nächstes Union Berlin im Südosten angreifen. Rostock gegen Union, hier aber auch das Duell Haaland gegen Lewandowski. Der Sieger dieses Duells verfügt danach wohl über den besten Sturm dieses Experiments. Trotz den beiden bleibt das Spiel aber lange Zeit ohne Tore. Erst dann ist es der mittlerweile 36-jährige Askan Dejagar, der per Freistoß zum 1:0 für Union und damit auch zum Endstand trifft. Erling Haaland und Toni Kroos wechseln damit nach Berlin und steigen somit auch zu einem großen Favoriten auf. Im Anschluss dazu greift Aachen Frankfurt an. Die Aachener sollte man mit diesem Kader plus Verstärkungen im Namen von Ter Stegen und Philipp Max auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und trotzdem geht Aachen durch Kai Havertz vorerst mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit Tobias Mohr dann sogar zum 2:0. Aber die Frankfurter geben sich nicht auf und finden durch Luca Waldschmidt wieder den Anschluss und gleichen danach sogar noch aus. Am Ende zeigt Christopher Nkunku seine Klasse, dreht das Spiel zum 3:2 für die Eintracht und sichert der SGE mit diesem Treffer auch noch Kai Havertz und Philipp Max. Langsam kommen wir aber wirklich in die heiße Phase des Experiments. Im Südwesten befinden sich zwar noch einige Vereine, aber auf dem Rest der Karte kristallisieren sich so langsam die ersten Favoriten heraus. Übrigens könnt ihr mich jetzt hier auf YouTube auch über eine Kanalmitgliedschaft unterstützen. Dabei warten einige coole Features auf euch, ihr müsst das natürlich nicht machen, falls ihr mich aber bei meinen Videos unterstützen wollt, würde mich das wirklich extrem freuen. Danach greift Mannheim Stuttgart im Süden an. Werner zum 1., zum 2. und zum 3. lassen ihn aber keine Chance und so landen Çalhanoğlu und Jonas Hofmann in Stuttgart. Dasselbe versucht dann Villingen. Timo Werner trifft aber auch hier zum 1:0. Danach sind es Ginter, Gnabry und wieder Werner. Am Ende trifft Ademi zwar noch zum 4:1, aber am Ende bleibt es dabei. Auch Villingen scheitert gegen Stuttgart und verliert Kehrer und Kimmich an den VfB. Daraufhin greift der FCB Dynamo Dresden an. Hier sind es Schick und Thuram, die am Ende das Spiel für die Bayern entscheiden können. 3:0 für den FCB, Arnold und Lukas May tragen ab sofort rote Trikots und auch Memmingen bleibt gegen die Bayern mit 3:1 trotz diesem Kader hier ohne Chance. Deshalb wechseln auch Mario Götze und Kevin Volland nach München. Im dritten Angriff geht es für den FCB gegen die Hertha. Neuzugang Maxi Arnold schießt die alte Dame per Freistoßtor aus dem Experiment. Ein sehr wichtiger Sieg für die Bayern und sehr schade für die Berliner Hertha. Währenddessen wird im Norden der letzte überbleibende Verein aus Berlin vom HSV angegriffen. Auch hier bringt Derek Köhn den HSV per Freistoß in Führung. Erling Haaland trifft dann aber zum Ausgleich. Per Elfmeter von Lukas Metscher geht der HSV aber wieder in Führung. Schaffen sie es Union, mit Lever und Haaland hier rauszuhauen? In der regulären Spielzeit auf jeden Fall erstmal nicht, denn Lewandowski gleicht dann auch per Elfmeter zum 2:2 aus. Am Ende geht es bis ins Elfmeterschießen, Hamburgs Jeffrey Schlupp tritt an und verschießt. Damit ist der HSV raus. Lukas Metscher und Jonathan Tah verstärken jetzt auch noch die Unioner. Das Glücksrad entscheidet sich dann erneut für den FC Bayern. Und für sie geht es jetzt gegen den VfB Stuttgart. Der Sieger dieses Duells hat damit die besten Chancen auf den Titel. Und mit diesen Teams starten die beiden in die Partie. Patrick Schick zum 1:0 für die Bayern. Serge Gnabry aber dann mit dem 1:1. Markus Thuram mit dem 2:1 für die Bayern, aber Timo Werner wieder mit dem Ausgleich. Maxi Arnold dann zum 3:2, aber Stuttgart kommt auch hier danach wieder in Form von Serge Gnabry erneut zum Ausgleich. Auch hier geht es also bis ins Elfmeterschießen. Hier ist es dann ausgerechnet Kevin Volland, der den entscheidenden Elfmeter für Bayern verschießt, wodurch sich Stuttgart mit Patrick Schick und Markus Thuram verstärkt und dazu noch über das größte Gebiet regiert. Danach sind sie sogar an der Reihe und schlagen auch noch Offenbach und Saarbrücken für deren Gebiet, Jeff Chabot, Florian Hartherz, Jonas Hector und Kevin Trapp. Im dritten und letzten Zug geht es dann gegen Union Berlin. Ein Spiel, was auch schon das Finale sein könnte. Früh vergibt Lukas Metscher zwei Chancen für die Eisernen. Der VfB nutzt das aus und geht durch Timo Werner mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke erhöht Nico Schlotterbeck per Kopf sogar zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit kommt Union durch Lewandowski aber nochmal ran. Und in Halbzeit 2 spielten plötzlich nur noch die Unioner. Haaland auf Lever und der mit dem Ausgleich. Dann ist es Haaland selbst zum 3:2 und Lewandowski per Kopf zum 4:2. Ginter bringt Stuttgart in der 87. Minute nochmal ran. Mittlerweile läuft die 94. Minute. Gnabry über rechts mit der Chance auf den Abschluss, aber es reicht nicht. Union schlägt Stuttgart mit 4:3, holt sich jetzt auch noch Kimmich und Musiala ins Team und herrscht mittlerweile über ganz Ostdeutschland und fast ganz Bayern und Baden-Württemberg. Danach ist auch mal wieder der FC Köln an der Reihe.
Sie greifen die Eintracht im Süden an, geraten durch Kai Havertz aber erstmal in Rückstand. Nach einem Freistoß ist es dann aber Mats Hummels zum 1:1 und Mitchell Weiser später sogar zum 2:1 für die Kölner. Ein wichtiger Sieg für die Kölner, der ihnen Kai Havertz und Christopher Nkunku sichert. Den nächsten Angriff starten sie auf Essen und die haben hier auf der Karte momentan noch eindeutig das kleinste Gebiet. Nur einen Sieg gegen Wuppertal haben sie bisher vorzuweisen und durch Jan-Orel Bissek geht auch in diesem Spiel erstmal der FC in Führung. Maxim Leitsch trifft dann aber per Kopf zum Ausgleich, Sascha Mölders per Kopf zum Führungstreffer und dann kommt die Szene dieses Videos. Sascha Mölders kann per Elfmeter für Rot-Weiß Essen alles klar machen, tritt an und... Er trifft einfach per Panenka. Sascha Mölders wird zum Matchwinner und Essen ist plötzlich wieder komplett mit im Rennen. Das Glücksrad wird sie dann sogar aus und mit Nkunku und Hummels neuem Team geht es als nächstes im Norden gegen den BVB. Kevin Kampel mit dem 1:0 für Essen und Hummels per Elfmeter zum 2:0. Damit hätte ja wirklich niemand gerechnet. Gosens sucht die Licht, wechselt nach Essen und im nächsten Zug will Essen dann auch noch Hannover schlagen. Durch Kühn geht Hannover aber in Führung. Hofmann gleicht in der 87. Minute aber noch aus. In der Verlängerung macht Nico Gieselmann aus einem extrem spitzen Winkel aber den Siegtreffer für die 96er. Sie sichern sich ebenfalls die Licht und Leroy Sané und somit haben wir von anfangs noch 140, jetzt nur noch 4 Teams auf der Karte. Wer wird es am Ende holen? Union als der große Favorit mit Haaland und Lewandowski, Mainz, die mit Siegen über den FCK und Trier spielerisch extrem überzeugen konnten, oder sind es die beiden Underdogs aus Hannover und Darmstadt, von denen wir bisher noch nicht so viel gesehen haben? Das Glücksrad entscheidet sich für Mainz. Sie haben es in der Hand. Nur 3 Siege in Folge trennen sie vom Titel. Als erstes fordern sie dazu Hannover heraus. Und was sollte das für ein Spiel werden? Makana Baku bringt Mainz in Führung. Füllkrug und Sané drehen das Spiel aber nur in 10 Minuten. Jan Thielmann zum 2:2, aber danach sollte nur noch Hannover spielen. Erst die Licht, dann Leroy Sané, Maxi Eggestein und zum Schluss noch Janni Serra fertigen Mainz mit 6:2 ab. Vor allem Leroy Sané überragt in diesem Spiel und mit Riedle Baku und Jan Thielmann kann man sich noch durch 2 vielversprechende deutsche Talente verstärken. Von den letzten 3 Teams darf nun Darmstadt angreifen und auch sie treffen auf Hannover. Füllkrug mit dem 1:0 für Hannover, Johnny Burkhardt zum 1:1, Sané per Freistoß dann aber zum 2. und erneut Füllkrug zum 3:1. Durch Komeda kommt Darmstadt nochmal ran. Am Ende bleibt es aber beim 3:2. Marvin Schwebe und Johnny Burkhardt heißen damit also die letzten Verstärkungen für Hannover. Und damit steht es also fest, das große Finale. Hannover 96 gegen Union Berlin. Die Fans sind gespannt, ganz Fußball-Deutschland ist heiß auf ein packendes Finale und wenn auch ihr gespannt drauf seid, wer das Ganze jetzt am Ende gewinnt, könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne ein Like da lassen. Aber für wen seid ihr? Den großen Favoriten oder den Underdog? Der Favorit kommt auf jeden Fall aus Berlin. Mit Spielern wie Lewandowski, Haaland, Kimmich, Musiala, Kroos und Co. hat man so viel spielerische Klasse im Team, da wird es schon extrem schwierig sein, die zu schlagen. Der Underdog aus Hannover kam es gegen Ende des Experiments so richtig ins Rollen, läuft hier aber mit einer echt ordentlichen Truppe auf, aus der vor allem einige junge, aber auch gestandene deutsche Talente herausstechen. Im Berliner Olympiastadion ist für Haaland und Co. schon fast ein Heimspiel. Trotzdem wird sich die von Lücke aufs Feld geführte Mannschaft aus Hannover hier wohl nicht so leicht geschlagen geben. Union legt aber direkt vor. Jamal Musiala mit dem 1:0, aber dann meldet sich der VAR und das Tor wird aberkannt. Glück für Hannover, doch kurze Zeit später Lewandowski dann wirklich mit dem 1:0 für die Eisernen. Kurz vor der Halbzeit scheitert Lukas im Matcher am Aluminium, um auf 2:0 zu erhöhen. Und so geht es mit einem 1:0 in die Pause. Dann aber der Schock. Erling Haaland muss verletzungsbedingt runter. Paul Jäcke mit dem Fehlpass und die 96er schalten gedankenschnell um. Anton mit dem Pass auf Thielmann, der findet Füllkrug und plötzlich steht es unentschieden. Es geht also in die Verlängerung. Riedle Baku mit einem langen Ball nach vorne, Pavlenka kommt aus dem Tor, verschätzt sich und Johnny Burkhardt erhöht per Kopf für Hannover. Union ist jetzt natürlich unter Zugzwang, doch der überragende Leroy Sané bringt dann eine Flanke auf den langen Pfosten und Jan Thielmann per Volley zum 3:1. Ist das jetzt schon die Entscheidung? Union gibt auf jeden Fall nochmal alles. Der für Haaland eingewechselte Nyland im Konter für Union mit einem überragenden Pass auf Jamal Musiala auf den linken Flügel. Der mit dem Steckpass in die Mitte und Robert Lewandowski macht das Spiel nochmal spannend. Letztendlich passiert aber nichts mehr. Hannover ist von 140 Teams das einzige, das am Ende noch übrig geblieben ist und gewinnt damit, also das erste, Bundesliga Battle Royale. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze nochmal mache, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, schreibt Vorschläge für die nächste Episode in die Kommentare und joint gerne auch in meinem Community Discord. Und damit, bis zum nächsten Mal.